Ja, moin Leute, euer Seo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Und heute werden wir uns ausnahmsweise mal ein bisschen Spaß, indem wir mal, wie ich gerade gecheckt habe, auf Boni gehen. Und dann haben wir nämlich Freischaltbares. Wir haben hier Designs, können hier quasi unsere Klamotten ändern, ist aber sauteuer. Zum Beispiel Joel, braunes Hemd, Camper-Rucksack, Militär-Rucksack, können wir uns alles kaufen. Wir haben Konzept-Arts. Der hier war gratis. Promo-Konzept-Galerie. Können wir hier leider nicht angucken. Müssen wir in der Galerie gucken. Aber man kann hier verdammt viel kaufen. Das heißt, wieder Spielwert. Und der Render-Modus, was höchstwahrscheinlich der interessanteste Teil hier ist. Diese werden wir als allererstes kaufen. Achso. Diese werden wir uns noch nicht kaufen. Statistik, was haben wir denn hier? Ah, gesamte Kills. Spiel beendet. Erbarmungslos. Left Behind werden wir übrigens auch noch machen. Wir haben schon 3 Stunden 53 Minuten gespielt. Ja gut, die Pause ist wahrscheinlich mitgerechnet. Dann werden wir uns halt Klamotten kaufen. Goldfarbenes kariertes Hemd, graues Sweatshirt. Wir kaufen uns mal das graue Sweatshirt. Wir kaufen uns nichts. Wir erlauben uns heute keinen Spaß. Was für ein Scheiß. Abzeichen. Gefallener Firefly. Tropf-Firefly. Suche nach dem Licht. Okay. Wir können uns leider nichts kaufen. Schade. Man muss erstmal einmal durchgespielt haben. Dann kann man quasi rumspielen am Spiel. Ich werde es zum Schluss machen. Ich werde ja sowieso noch alles sammeln. Hoffentlich, falls ich mich traue. Hier gibt es wahrscheinlich sehr viel zu erkunden. Bin mir nur nicht sicher, ob hier irgendwo welche Feinde sind. Wow, sieh mal da. Was ist los? Ah, der Spielautomat, ich verstehe. The Turning. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Oh, schön. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Das glaube ich dir gerne, liebe Ellie. Aber wir durchsuchen erstmal hier alles, um zu überleben. Scheren sind immer gut. Haben wir hier noch was? Nein. Wir durchwühlen hier mal alles. Ich meine, wir haben sowieso keine Schwierigkeiten. Danke, Ellie, für nichts. Ohne Schwierigkeiten müssen wir uns auch nicht ducken oder so. Wir wissen nur nicht, wo der richtige Weg ist. Sehr schön. Na, da kommen wir nicht rein, da kommen wir auch nicht rein. Aber wir haben gesehen, dass wir noch ins obere Stockwerk können. Aber da hinten Klicker sind, werden höchstwahrscheinlich hier auch in der Gegend Klicker werden, sein werden. Sein. Sein werden. Was ist los mit mir? Oh. Können wir eigentlich schon was basteln? Achso, die beiden Sachen. Ah, wo die Schraubschlüssel sind, die können wir basteln. Ich verstehe. Naja. So, wir haben 55. Darauf müssen wir sparen, ne? Also, was ich jetzt gerade sehe, was das Wichtigste ist, ist Messermeister und maximale Gesundheit. Das heißt, wir machen zuerst einen Messermeister und dann machen wir einen Gesundheit.
Was bringen uns die Einzelteile, sag mal? Wir haben 56 Teile. Frage ist nur, was machen wir damit? Ach, an diese Werkbank, ne? Die Werkbank, stimmt. Da war ja was, da war ja was. Okay, das sieht nach einem langen Weg aus. Schauen wir uns jetzt mal hier um. Vielleicht finden wir hier etwas Brauchbares. Oder sogar den richtigen Weg, wer weiß. Kommen wir leider nicht rein, schade. Aber was haben wir hier? Auf jeden Fall keine Gegner. Hey, da! Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Ach, Feen machen die Angst, aber gerade Zwerge nicht. Faszinierend. Oh. Okay, die Bandagen sind voll. Das heißt, wir stellen uns definitiv einen Molotow her. Oh Gott, nein. Oh, dass ich die jetzt mal raushole aus Versehen, ne? Irgendwann werfe ich noch einen. Irgendwann. Na gut, hier haben wir ja gute Sachen gefunden. ...65. Hast du den Gartenzwerg mitgenommen? Ich würde gerne eine Munition verschwenden. Okay, ich weiß, es war Verschwendung, aber da hätte auch was drin sein können. Schade. Ja, Schmuggelware oder so, weißt du? Bandagen geschmuggelt. Irgendwie so ähnlich. Wir werden die Munition schon wieder finden. Auch wenn es mir echt in der Seele wehtut, dass ich Munition verschwendet habe. In diesem Spiel Munition zu verschwenden, ist echt schon ein Sakrileg. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Oh Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Okay, was haben wir hier auf der Toilette? Ah, Einzelteile. Sehr schön. Okay, haben wir nicht mehr gebrauchen, wenn wir eine Werkbank finden. Aus dem Weg, Mädel. Die verdammten Infizierten tauchen so... warte, sorry. Die verdammten Infizierten tauchen zu oft, viel zu nah beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstellen mal wieder ausräumen. Was für Dinge? Okay, wir können ein Messer herstellen. Nein! Lass den Scheiß doch mal! Also ehrlich, der hat echt so seine Probleme, ne? Der will immer irgendwas anzünden. Hier ist zu. Ich nehme mal an, da wo der Typ gerade explodiert ist, da geht's weiter. Deswegen schauen wir uns kurz noch hier um. Oh. Noch eine Falle. Noch ein Klicker. Oder können wir die Falle auseinanderräumen? Wenn wir die abbauen könnten und Einzelteile kriegen, wäre das natürlich geil.
Siehst du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Pfeile. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Ich hätte die Falle gerne auseinandergenommen, aber gut. Was nicht geht, das geht nicht. Na bitte. Oh Mann, du musst mir zeigen, wie das geht. Ach Mann, ich dachte, ich kriege hier vielleicht ein neues Messer zusammen. Oh. Könnte sogar hinkommen. Ja. Oh ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Alter Schwede. Joa. Dafür ein Messer zu verschwenden, mache ich gerne. So, haben wir jetzt 75? Jawohl. So. Ich fühle mich jetzt im Weiten sicherer. Ach, hier ist gar nicht der Weg. Oh, oder doch. Na schön, liebe Freunde. Heute stellen wir eine Leiter hier ran und klettern hoch. Oh. Oh. Hey, sieh mal an. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Komm hier jederzeit wieder hoch, ne? Das heißt, wir gucken hier auf jeden Fall auch nochmal nach. Okay. So viel dazu, dass wir das Brett brauchen. Wahrscheinlich fällt es sowieso auseinander, wenn ich rauf latsche. Ne? Du dürftest rein. Komm hoch. Okay. Okay, ich verstehe. Nein! Hier. Das hier können wir nehmen. Okay. Ganz genau, Joel, das wollte ich bezwecken. Genau das. Ich wollte die Leiter noch. Ich drehe gleich durch. So, damit kommen wir auf jeden Fall rüber. Das heißt, wir haben jetzt eine lautlose Waffe, ne? Ich glaube, die Pfeile können wir jederzeit aufheben. Kommst du? Baby mal aus. Okay, schauen wir mal. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Schau, ich dachte, wir können auf das Dach gegenüber. Achso, das können wir sowieso. Alter Joey, ist das einfach dein Ernst? So viel zu meinen Pfeilen. Ich dachte, wir können sie nochmal aufheben, aber die zerbrechen einfach. Lebensvoll. Liegt am Bein? Achso. Ich dachte, liegt ein Bein. Ha.
Also ich denke mal, dieses Spiel auf verdammt schwer ist gar nicht mal so schwer, weil man kann sich hier aus allem raushalten. Man müsste nur sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Wird es noch härter? Müssen wir irgendwann kämpfen? Müssen wir nicht? Das ist hier die Frage. Weil eines Tages stehe ich vor dem Problem, dass ich es auf super hart machen muss. Hier ist nichts. So ein Scheiß. Hörst du das? Ja. Weiß nicht, können wir sie vielleicht anlocken? Dass sie da durchlaufen? Oh, da kommt Dampf raus. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Hat da nicht gerade jemand drin geklopft? Ich höre irgendwas. Ich sehe es nur nicht. Bandagen sind schon wieder voll. Aber wir können nichts herstellen. Messer herstellen bringt noch nichts. Ah, schade. Aus dem Weg, Ellie. Dankeschön. Hat noch irgendwas geleuchtet? Nein. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Schade, ich hätte die Waffe ungern verschwendet, aber jetzt haben wir normales Rohr wieder. Die wollten, dass ich die Waffe verschwende, die Ärsche. So, Rachel. Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in einen Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald, Ezra. Genau, Ob sie kommt sich hier bekannt vor. gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde sie jedenfalls schön. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Die miesen Penner, ey. Jetzt habe ich meine Waffe verschwendet, ey. Da kommen wir nicht rein. Wir haben etwas zum Werfen dabei, ne? Okay, zurück, zurück. Okay. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Oh, Munition. Dankeschön. Siehst du? Zurück. Ist da gerade ein Schmetterling geflogen? Weiß es nicht. Na komm. Weiß nur, dass wir hier aufpassen müssen. Hoch geht's nicht. Weiß nicht, ist die Tür verschlossen? Die Tür ist verschlossen. Wir müssen also durch das Haus hier. Ich bin übervorsichtig, ich weiß. Bleib in meiner Nähe. Ah, Munition, sag ich doch. Dass wir wieder volle Munition kriegen. Ellie, komm schon, wir. Oh shit! Ich hab dich. Gott, verdammt, Bill! Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Na super. Kann ich wenigstens ein bisschen hin und her baumeln? Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei!
Das könnte schmerzhaft werden. Oh, oh. Scheiße, sie kommen! Ich habe unendlich Munition, das ist gut. Kümmer dich ums Seil! Ellie, wie weit bist du? Nicht so schnell, wie ich kann. Oh Mann. Scheiß Klicker! Bereit, Ellie! Halt euch! Ja, sauber. Scheiße. Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Na, ich bin zum Glück safe. Die kommen nicht an mich heran. Dankeschön. Danke. Brauch ich doch nicht unendlich Munition? Verdammt normal! Headshot. Oh, ich krieg's nicht durch! Schnell, sie beeil dich! Okay, zum Glück bin ich guter Schütze auf der Xbox. Auf der Konsole, meine ich. Ah, gut, das war ein bisschen zu hastig geschossen. Ich muss nachladen. Oh Mann. Der lebt noch. Yeah. Oh shit. Oh Mist. Nein, nicht heute. Nein. Okay. Wir laufen. Ich verstehe. Okay. Oh, Scheiße. Sag nochmal. Weg! Zurück! So lang! Okay, wir müssen durch. Komm! Hier! Zeig mir den Weg. Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Schreitschlüssel? Leute, hinter uns! Bill, na los! Nein. Oh, bin ich schnell reingekommen. Bill, sie kommen durch die Tür! Ich hab's gewusst. Macht sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus. Bill, ich zurück! Zurück! Nein. Was zum? Toll, das war's mit meinen Messern. Ah, toll, danke, Ellie, danke, einfach nur danke. Okay, wo bist du hin? Oh, Scheiße. Gott verdammt, sie kommen her! Los! Sie kommen her! Lauf weiter, hier lang! Alte Männer zuerst! Alte Männer zuerst! Okay. Los, Ellie, schnell! Ich lauf ja! Sie ist auf! Na los! Mann. Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto.
Tja, wenn ich eins hätte, das Pferd, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Was fehlen Bandagen, ey. Oh. Stadtplan nehme ich gerne mit. Eine Karte von Bildstadt. Allein schon seine Stadt. Nest. Barrikade, Falle. Naja. Ich muss mir die Waffe hier benutzen. Huch. Trainingsbuch. Lesen. Messerhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Okay. Ah, das können wir jetzt schon, oder was? Okay, sehr schön. Hoffe ich doch mal. Wenn nicht, sagt ihr es mir bestimmt, ne? Ich hoffe, ihr sagt es mir. Wir haben hier eine Flasche Molotow und so weiter. Können aber nichts mehr herstellen. Wir sollten echt öfters Molotow-Cocktails werfen. Ich denke mal, das wird's echt bringen. Wir haben keine Messer mehr. Ach, stimmt ja. Durch den Angriff von vorhin. Na komm, verbauen wir einfach beide. Ich brauche kein Band. So, nein, ich will Molotow nicht haben. Danke. Oh, Band und Schere. Sehr schön. Was war das denn? Wie süß. Zäunennotiz. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sich schon dreimal zu viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Ach so. Die häufen sich an den Zäunen an. Und dann steigen sie drüber. Über die Leichen. Weg mit dem Messer, Alter. Willst du mich umbringen? Na gut, Freunde. Ich glaube, das war's für heute. Wir gehen mit Bill weiter, der anscheinend krass gealtert ist und krass dick geworden ist. Ich habe ihn in Erinnerung, der war ein bisschen jünger und kräftiger und auf jeden Fall schlanker. Gut. Haut rein, euer Zero. Tschüss.